Wenn du flirten lernen willst, dann ist dieses Video für dich. Denn wir haben wieder zwei Fragen zugesendet bekommen von unseren Zuschauern und über Instagram. Die eine Situation, die wirst du vielleicht kennen, du siehst sie in der U-Bahn und du weißt nicht, wie du mit ihr reden sollst. Dieser Zuschauer, der hat eine tüftige, knifflige und tüftelige Idee ausgearbeitet, nämlich die Nummer auf einen Zettel zu schreiben. Wie genau das funktioniert oder ob das funktioniert und worauf du achten musst, das jetzt. Und die andere Frage kam von einem, der mit Frauen immer wieder in einer Situation ist, wo er nur über seinen Beruf reden kann, weil er immer wieder nur über den Beruf gefragt wird. Was du da tun sollst, wenn es darum geht, die perfekten Gesprächsthemen zu finden, die sie auch, wo sie die Augen aufreißt und dann Lust auf dich hat. Das machen wir jetzt. Mein Name ist Andy Friday. Ich bin der Flirtcoach für Männer mit Herz und ich helfe dir dabei, Frauen zu verführen und entlang dieser Reise die richtige zu finden und auch zu behalten. Also, Frauen ansprechen, was sollst du sagen, damit das Gespräch auch richtig interessant wird? Das machen wir jetzt. Kommen wir zur ersten Frage. Die erste Frage kommt von Harry. Lautet: Hi Andy. Ich finde deine Einstellung beim Thema Dating sehr cool. Deswegen würde ich dich gerne was fragen. Ich fühle mich noch nicht so weit, Frauen einfach so anzusprechen und nach ihrer Nummer zu fragen. Deswegen habe ich, weil ich vom Berufswegen her immer einen Notizblock dabei habe, angefangen, meine Nummer mit einem Kompliment und dass ich sie kennenlernen möchte, auf einen Zettel zu schreiben und ihr in der U-Bahn zu geben. Habe ich bisher ein paar Mal gemacht, aber leider hat sich noch keine einzige gemeldet. Ich finde es mit einem Zettel einen guten Weg für den Anfang, für mich. Wie würdest du das umsetzen, beziehungsweise was würdest du auf den Zettel schreiben? Vielen Dank. Oh Mann, das erinnert mich so an mich damals. So angefangen Grundschule, so kleine Zettel hin und her zu schreiben. Hast du Bock mit mir was zu machen? Ja, nein, vielleicht. Und später, als ich dann auf die Mädels stand, habe ich mich genauso nicht getraut und dann die Kumpels von denen oder gemeinsamen Bekannten angesprochen. Ja, genau. Und dann gesagt, hey, du kennst auch die Sandra, ich glaube, die ist ganz nett, ich mag sie, aber ich möchte sie auch nicht stören. Oder ja, kannst du sie mal fragen, ob sie mich auch mag? Ja, und dann vielleicht kannst du ihr auch ihre Nummer geben, es wäre cool, wenn sie mich anrufen würde, aber sie muss nicht, also sag ihr auch, sie muss nicht. Nur, also es ist auch nicht so schlimm, wenn sie keinen Bock hat, aber das wäre echt nett. Ich hatte auch Erfahrungen, tatsächlich auch Frauen, die mir beim Spazierengehen aufgefallen sind und wo ich mich so angefangen habe, dann da zu überwinden, einfach mal dann, ja, sie anzusprechen. Da habe ich das ähnlich gemacht, nur bin ich dann hingegangen, habe einfach nur direkt gesagt, ich finde dich total anziehend, ich wollte dir mal meine Nummer geben. Und dann hat sie gesagt, okay, und dann habe ich meine Nummer gegeben und manchmal hat sie sein Handy eingetippt, manchmal wusste sie nicht, was sie machen soll und dann bin ich weggegangen. Oder ich habe nach ihrer Nummer gefragt und manchmal haben mir die Frauen tatsächlich auch ihre Nummer gegeben. Ja? Einfach nur Kompliment gegeben, Nummer gefragt und dann haben mir die Frauen ihre Nummer gegeben und dann bin ich abgehauen und hab gedacht, boah, das war echt souverän, du hast dich getraut. Ja, yes. Aber dabei, also damit ist, daraus ist halt nie was geworden. Ja, oder vielleicht, ne, vielleicht eine Handvoll von Mal, von Hunderten von Malen. Ja, reden wir gleich darüber, warum das nie geklappt hat und worauf du genau achten solltest. Und der Grund, warum ich die Mädels damals nicht selber angesprochen habe, ist genau dasselbe wie bei dir. Ich hatte einfach das Mindset, dass ich nicht bereit bin. Ich bin einfach noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit, ich bin nicht gut genug. Und ich werde es später machen. Dieses später wurde aus bei mir etliche Jahre. Also es war nicht Wochen später, nicht Monate später, sondern Jahre später. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, da passiert einfach nichts, wenn ich nicht anfange und Fehler mache. Ja, und das waren wirklich nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte in deinem Fall. Kamst ja zu uns, da warst du 42 damals, ne? Ja, aber es sind nur Zahlen. Ja. Ja, also wichtig, wenn du einen fremden Menschen kennenlernst und wenn das ein Kennenlernen, ein romantisches Kennenlernen zwischen zwei Menschen ist, die irgendwie Anziehung miteinander verspüren sollten, dann gibt es da zwei Elemente, die da auf jeden Fall mit drin sein müssen. Ja? Das eine ist die Anziehung und das andere ist das Vertrauen. Ohne diese beiden Elemente oder nur mit dem einen oder dem anderen kommst du nicht weit. Ja? Anziehung bedeutet flirten.
Ja, dass du ein Flirt-Element nennst, dass du in Leichtigkeit bleibst, dass ihr euch gegenseitig vielleicht ein bisschen aufzieht, dass du mit ihr ein emotional wertiges Gespräch hast und nicht ein informationslastiges Gespräch. Ja? Es sind die Emotionen, die den Flirt am Leben halten. Das sind Doppeldeutigkeiten, das sind Anspielungen, eine ganze Menge, ja, die du lernst, wenn du flirten lernst. Ja, aber das andere ist das Vertrauen. Und das Vertrauen ist super wichtig, denn ohne Vertrauen weiß sie ja nicht mal, ob du der nächstbeste Verbrecher bist, der dann ihr stalkt oder auflauert oder sowas. Sondern sie will ja wissen, ihm kann ich vertrauen, ihm kann ich auch meinen Eltern vorstellen oder meinen Freunden vorstellen. Mit ihm kann ich dann auch letztlich schlafen. Das braucht Vertrauen. Erst recht, wenn es darum geht, die Nummer herauszugeben und dass ihr euch dann miteinander verabredet. Das macht sie nicht mit jedem, weil jede Frau hat irgendwo diese Erfahrung gemacht, dass dann der Mann nicht locker lassen kann oder eben dann zu einem Stalker mutiert. Und um das zu verhindern, musst du wissen, wie du diese Frauen ansprechen kannst auf eine Art, dass sowohl der Flirt als auch das Vertrauen dann auch im Gespräch gegeben sein wird. Und wenn du einfach nur die Nummer ihr anbietest, dann ist keines von diesen beiden Sachen dabei. Keines der beiden Elemente vorhanden. Sie hat weder mit dir geflirtet, da gab es überhaupt keine Phase, in der Anziehung hätte aufbauen können. Da gab es vielleicht, da steht er auf einmal und gibt mir den Zettel in die Hand und jetzt geht er wieder. Aber das reicht nicht. Ja. Und zweitens, dich kennenzulernen, zu wissen, dass du eben kein Verbrecher bist, das braucht auch ein bisschen mehr als nur deinen besten Spruch. Da kann ich dir auch nicht einen Spruch geben, der irgendwie gut funktionieren wird. Denn es müssen diese beiden Elemente da gegeben sein. Wenn du kannst das Beste auf der Welt auf diesen Zettel schreiben und es wird nicht funktionieren. Ja. Es wäre etwas völlig anderes, wenn du zum Beispiel mit ihr Blickkontakt hast und du ihr vielleicht zuwinkst und irgendwelche Grimassen ziehst und sie zieht Grimassen und dann lacht ihr gemeinsam und ihr habt das Ganze die ganze Zeit von du sitzt da, sie sitzt da und ihr habt nicht miteinander geredet, aber ihr macht die ganze Zeit irgendwelche Grimassen oder sowas, machst so, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie habt ihr da einen witzigen Moment untereinander und ihr lacht. Danach, wenn du danach auf den Zettel etwas schreibst und dann zu ihr hingehst und ihr den Zettel zusteckst und sagst so, hey, wir hatten kaum Zeit, aber das wollte ich dir unbedingt geben. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und danach gehst du. Das ist eine andere Sache. Weil in dieser Zeit, weil sie sich aufgelockert hat, weil sie gelacht hat und weil du dann auch charmant zu ihr gegangen bist, das kann sein, dass das reicht. Das ist keine Garantie, aber 100-mal mehr, als wenn du einfach nur ihr diesen Zettel gibst. Ja, diese Vorgeschichte muss einfach sein. Die Frage, so lieb sie auch gemeint ist, aber Makako hat da die Ausrede genau identifiziert. Dieses, ich bin noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht machen. Ich kann sie noch nicht ansprechen. Für mich ist das jetzt der beste Weg. Naja, das ist eben dann auch der Weg, mit dem du keinen Erfolg haben wirst. Und natürlich hilft es dir, dass du dich irgendetwas traust, um dann auf deine Erfahrungen aufzubauen. Aber bei uns im Coaching, da achten wir darauf, dass du auch schon von der ersten Erfahrung an auch Erfolge erzielst. Denn ohne Erfolge fehlt dann irgendwann die Motivation, weiterzumachen. Ja, das ist ganz wichtig beim Lernen von jedem Skill. Das heißt, ich sage es jetzt einfach mal ganz hart, bitte nicht falsch verstehen, aber das hört sich ungefähr so an, als würdest du sagen, Andi, ich würde gerne einen tollen Schornstein bauen. Was soll ich denn da am besten nehmen? Welche Ziegel, welcher Mörtel? Weißt du irgendwas über Isolierungen? Wie soll denn dieser Schornstein aussehen? Kannst du mir ein bisschen sagen, was dein perfekter Schornstein wäre? Und ich würde fragen, hast du denn schon ein Haus gebaut? Und du würdest sagen, ja nee, Haus, das traue ich mich noch nicht. Das kommt später irgendwann mal. Was willst du mit einem scheiß Schornstein, wenn du dein Haus noch nicht mal gebaut hast? Das ist die Basis. Das brauchen wir, damit du den Schornstein draufsetzen kannst. Ja? Und das ist wirklich die Nummer auszutauschen. Das ist die Sahnehaube obendrauf. Das ist die Kirsche. Du musst erstmal den Kuchen backen. Und das ist Anziehung und natürlich auch Vertrauen aufbauen. So, es gibt aber gute Neuigkeiten. Denn, mein Lieber, wir haben schon seit Ewigkeiten die Frage immer wieder zugeschickt bekommen. Andi, habt ihr nicht irgendein Flirt-Coaching-Programm, das ich machen kann? Ich bin Student, ich habe nicht viel Geld, vielleicht irgendetwas unter 50 Euro, was ich mitmachen kann. Ja? Und wir mussten dazu immer sagen, gedulde dich noch ein wenig, noch haben wir das nicht, geduldige dich noch ein wenig und so weiter und so fort. Aber jetzt, mein Lieber, jetzt ist das möglich.
denn wir haben für dich jetzt die Flirt-Spezialisten aufgebaut. Und das ist so ein geiles, knackiges Programm, in dem du nicht nur lernst, was du in jeder Situation sagen sollst, sondern du erfährst dann auch, wie in der Unterhaltung weitergehend das Ganze bis zu einem Date, bis ins Schlafzimmer und dann auch bis zu der Beziehung führen kann. Denn was du dort lernst, das sind die Flirt-Elemente. Alle Flirt-Elemente, Sprüche dazu, Beispiele. Und wenn du dich beeilst, dann gibt es für dich diesen Kurs, wenn du auf interessewecken.de gehst, nämlich auch noch mit einer ganzen Menge von anderen Bonusmaterialien, zum Beispiel 1:1 Chatverläufe, die du so kopieren kannst, wo du ganz genau weißt, wie ich mit Frauen schreibe und was du ebenfalls dann erstmal einfach kopieren kannst, bis du deinen eigenen Stil entwickelt hast, mit dem du dich dann auch wohlfühlst. Also mein Lieber, geh auf interessewecken.de, dort lernst du, das ist meine Goldgrube an Erfahrungen. Ich bin nämlich für dich durch die letzten 15 Jahre, nicht nur hier im Coaching, sondern dann auch davor, wo ich gelernt habe, wie ich selber auf Frauen zugehen soll und wie ich diesen souveränen Umgang mit Frauen meistern soll, bin ich durch so viele Fallen gestolpert. Wir haben das so oft erlebt, die Tausende und Abertausende von Situationen, wo ich für dich auf die Schnauze gefallen bin und gelernt habe, was der souveränste und flirtigste Umgang ist, was du sagen sollst in dieser Situation. Das habe ich durch Trial and Error herausgefunden und für dich kompakt zusammengefasst. Also, das ist das Flirt-Spezialisten-Programm und das kannst du für dich erwerben bei interessewecken.de oder mit dem ersten Link in der Beschreibung. Und wenn du wissen willst, was du zum Beispiel in dieser Situation in der U-Bahn hättest sagen können als Einstiegssatz, dann wäre es zum Beispiel total entspannt für sie gewesen und auch für dich, wenn du diesen Anspruch, dass du das Perfekte sagen musst, mal komplett runterschraubst und einfach nur mit einem lockeren Hallo zu ihr hingehen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, du, ich glaube, wir fahren falsch rum. Und dann guckt sie, was? Schaut vielleicht aus dem Fenster und dann sagt sie, du, ich mache nur Spaß. Du sahst gerade so sympathisch aus, ich wollte mal eben Hallo sagen. Hi, ich bin der Andi. Und schon seid ihr in einem Gespräch, das mit Leichtigkeit begonnen hat, mit einem kleinen Scherz. Und danach kannst du das Vertrauen aufbauen. Das ist die Basis. Ja? Ohne diese beiden Elemente, Flirten, ja? Das ist die Anziehung. Und dann eben auch Vertrauen, Kennenlernen, kommt ihr nicht weiter. Genau, Hallo sagen, präsent sein und klar sein. Weil für mich ist Flirten meine Kommunikationskunst, wo ich aus einem flüchtigen Moment einen erinnerungswürdigen Augenblick mache. Ich meine, wie soll ich sonst wissen, wenn ich eine Frau kennenlerne und mit ihr gemeinsam Zeit verbringe, ob ich sie wiedersehen möchte. Das funktioniert nur, indem wir keine Informationen austauschen, sondern einfach Emotionen und dann den nächsten Schritt zu gehen, Nummern abzuholen, gegenseitig und uns zu knacken und uns dann wiederzusehen. Das ist das, was ich denke. Kannst du das nochmal wiederholen mit dem erinnerungswürdigen Augenblick? Das hat mir sehr gefallen. Das war ein schöner Satz. Flirten ist meine Kommunikationskunst, wo ich aus einem flüchtigen Moment einen erinnerungswürdigen Augenblick erschaffe. Wunderschön. Sehr schön, sehr treffend formuliert. Ja. Sie wird dir übrigens auch nur dann schreiben, wenn du so einen erinnerungswürdigen Augenblick erschaffen hast. Ja, wenn der Augenblick so flüchtig war, also aus dem flüchtigen Augenblick, du keinen erinnerungswürdigen Augenblick geschaffen hast, wenn der Moment nur flüchtig war, dann erinnert sie sich nicht an dich, dann weiß sie nicht, warum soll ich ihm schreiben? Es ist einfach nur irgendein Fremder. Da sind sogar viel mehr Gefahren dabei involviert als potenzielle Vorteile, sich bei diesem Mann zu melden. Sie braucht einfach eine Basis, um zu wissen, dass sich das auch lohnen wird, ihm zu schreiben oder ihn anzurufen. Und das ist dieser erinnerungswürdige Moment, den du auf jeden Fall mit ihr erschaffen kannst. Und wie du das tust, ist nicht, indem du versuchst, zu dick aufzutragen. Ja? Lass uns mal hier wirklich den Anspruch komplett runterschrauben. Du brauchst nicht dick auftragen, du brauchst nicht das Perfekte sagen. Es ist wichtig, dass du das Gespräch einfach erstmal beginnst. Und das, ein Hallo ist dafür ist das Wichtigste. Ja? Hallo ist der erste Schritt. Ich habe gerade so viele Bilder im Kopf. So, oh, hi, warum sitzt du in der verkehrten Richtung? Ich glaube, du musst kotzen. Oder ich muss kotzen. Oder gib mir mal deine Fahrkarte. Fahrkartenkontrolle. Ich möchte dein 9-Euro-Ticket kopieren. Weil ich bin arm wie eine Bettelmaus. Ah, Bilder. Mach, dass die Bilder aufhören, Andi. Gib mir eine Bilder dagegen. Hex, weg mit den Bildern. Aber hey, wenn du das machst, dann weiß ich, dann funktioniert das auch, weil du das einfach mit so einer absoluten Leichtigkeit rüberbringst. So, more power to you, Makako. Funktioniert. Ja. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Ah ja, lass uns spielen.
Kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage hat uns nämlich per Instagram erreicht, nämlich als Sprachnachricht. Wenn du ebenfalls deine Frage hier einsenden möchtest, damit wir sie dir hier in der Show ebenfalls beantworten, dann siehst du da unten, wie du zu meinem Instagram-Kanal kommst, Instagram-Account, und dann schick uns dort eine Sprachnachricht. Das wird auch völlig anonym hier abgespielt. Wir werden deinen Namen oder dein Foto nicht zeigen. Wir machen das genau wie der Herr, der ebenfalls seine Frage eingeschickt hat. Also, kommen wir zur zweiten Frage. Wie kommt es, dass man von den meisten Menschen und auch von Frauen über seinen Beruf assoziiert wird? Ich arbeite 8 Stunden täglich und wenn ich nach Hause komme, ist für mich die Arbeit offiziell beendet. Aber sobald ich irgendwie unter Leute komme, werde ich sofort wieder auf meinen Beruf angesprochen. Wie war der Tag? Was macht ihr zurzeit? Kannst du mir mal da helfen? Du hast doch da berufliche Erfahrung. Und es ist tatsächlich auch so, dass Frauen sich wohl als erstes die Informationen über mich hören, wenn sie mich ansprechen wollen. Was arbeitet er? Wie kann ich mit ihm am besten über seine Arbeit reden? Und für jemanden, der tagsüber zu viel arbeitet, auch Überstunden macht, ist das ein absolutes No-Go. Also da begehen Frauen bei mir schon tatsächlich gesprächlichen Selbstmord, wenn sie mich auf meinen Beruf ansprechen. Wie schaffe ich es, dass man mich nicht mehr so über meinen Beruf wahrnimmt, dass ich auch andere Interessen ausstrahle? Aha. Na, here we go. Da ist doch schon seine Antwort. Ja, er will ja gar nicht über seinen Beruf reden. Ja, dass du andere Interessen ausstrahlst. Hey, es ist vollkommen okay, wenn du nicht über deinen Beruf sprechen kannst und sprechen möchtest, weil du keinen Bock drauf hast. Das kannst du auch so klar sagen. Du kannst sagen, hey, pass mal auf, ich würde dir voll gerne auf deine Frage antworten, aber vielleicht erst beim dritten oder vierten Date. Ich habe absolut keinen Nerv dazu gerade. Aber weißt du, wofür ich wirklich brenne, ist aus Beispiel, aus Streichhölzern kleine Burgen Hängebrücken zu machen und die in der Sonne stehen zu lassen, bis sie sich von selbst entflammen. Spontan Beispiel. Ja, was auch immer du machst, Segelfliegen. Naja, was auch immer dein Hobby ist. Es scheint ja wirklich, dass dieser Herr einige Hobbys hat, über die er viel eher reden möchte. Gell? Ja? Ja. Also zunächst mal, um deine Frage zu beantworten, warum das Menschen überhaupt machen oder warum das Frauen machen. Frauen machen das genauso wie Männer. Ja, das machen die Menschen im deutschsprachigen Raum, weil sie es antrainiert bekommen haben, dass das eine gesellschaftlich anerkannte und legitime Frage für ein erstes Kennenlernen ist. Das ist einfach nur antrainiert. Absolut. Es ist eine Höflichkeitsfloskel, es ist ein kleiner Gesprächsstarter, ein Eisbrecher. Das ist zumindest der Hintergedanke. Und wer kennt das nicht, dass wenn er jemanden kennengelernt hat, dass dann die Frage irgendwann kam, und was machst du? Was machst du so? Sei das unter Männern oder mit Frauen, völlig egal. Ja, ja, schön, ja, hi, und was machst du so? Das ist eine ganz normale Gesprächseinstiegsfrage. Aber hier ist die Sache, du brauchst sie nicht zu führen. Du brauchst dieses Gespräch nicht zu führen. Wenn du es langweilig findest, dann führ es nicht. Ja? Das ist ja gerade der Punkt. Gesprächsführung bedeutet hier, dass du aktiv diese Rolle des Gesprächsführers einnehmen kannst. Ja? Sei es, wenn du die Frau angesprochen hast oder die Frau dich angesprochen hat oder du in einer Tagung beim Beruf irgendwo mit ganz vielen neuen Kollegen dastehst. Es ist völlig okay, dass wenn ihr euch unterhaltet, dass ihr dann auch mal aus der Rolle des statischen Informationsaustausches rauswechselt und tatsächlich in eine eher leichtherzige Unterhaltung reinwechselt. Ja? Und genau so können dann eben auch Flirts am Arbeitsplatz entstehen. Das heißt nicht, dass du direkt dann anfangen musst mit der anderen Person Komplimente auszutauschen und du siehst ziemlich sexy aus in dem Kleid oder sowas. Nein, das ist nicht unbedingt direkt beim Flirt notwendig. Also erst recht nicht, wenn ihr euch gerade als Kollegen vorgestellt bekommen habt oder ihr euch eben beim Arbeitsplatz kennengelernt habt. Aber die Leichtherzigkeit bedeutet eben auch, dass du das Gespräch in eine Richtung führen kannst, die dir gefällt. Ja? Du hast gerade ein paar Beispiele genannt. Ja? Die Hobbys, die dir gefallen. Dahin kannst du das Gespräch genauso führen, wie Makako das gesagt hat. Ja? Ein Beispiel. Du kannst dir sogar während sie gerade über etwas redet, was so langweilig ist, wie was du beruflich machst oder was sie beruflich macht, kannst du sie tatsächlich auch, und das ist etwas, was die wenigsten Leute verstehen oder überhaupt wahrhaben wollen, wenn ich das sage. Es ist auch okay, wenn du jemanden unterbrichst. Es gibt dabei allerdings eine Regel. Und die Regel lautet, unterbrich den anderen, weil du dich für ihn interessierst. Wenn du andere unterbrichst, um dann das Thema auf etwas zu wechseln, was nur dich interessiert,
und was vielleicht nichts mit euch beiden oder dem Gesprächsthema zu tun hatte oder, das, oder mit ihr als Person, das ist unhöflich. Und das ist auch zu Recht, wird allgemein als unhöflich erkannt. Ein Beispiel, ihr unterhaltet euch gerade über ihre Wünsche für den nächsten Urlaubsort. Und dann sagst du, weißt du was, ich hab irgendwie Hunger. Wo ist denn das nächste Restaurant? Wann machen wir hier endlich mal Pause? Ich habe echt Hunger, schon lange nicht mehr gegessen. Das ist unhöflich. Ist unhöflich, weil du sie unterbrochen hast mit etwas, wo sie überhaupt nicht teilhat dabei. Ja, es ist einfach nur, der ist in seinem eigenen Film und offensichtlich interessiert er sich überhaupt nicht für sie. Aber wenn du ihn oder sie unterbrichst, gerade eine E-Mail bekommen, hallo mein Lieber. Ah, okay, von meinem Freund Benedikt von der Redefabrik. Hallo mein Lieber. Wenn du sie unterbrichst und dabei hat das Ganze mit ihr zu tun, dann ist das Ganze höflich. Ich gebe dir ein Beispiel. Du unterhältst dich gerade mit ihr und sie hat gerade, wie dieses Beispiel eben war, über ihren nächsten Urlaub geredet. Und währenddessen unterbrichst du sie und sagst, kann ich dir eine Frage stellen? Und dann sagt sie, ja. Was wolltest du eigentlich werden, als du ein Kind warst, beruflich, damals? Ich weiß, kommt komplett aus dem Nirgendwo, aber die Frage kam mir gerade. Was wolltest du denn werden, als du ein Kind warst? Ja, schön. Ey, ist gar nicht mal, was du fragst, sondern wie du fragst. Das war sehr schön, Andy. Die Einbettung, die ich gerade gemacht habe, das wie du es machst, ist gar nicht so wild, wie wir glauben. Ja? Es gibt hier mehrere Sachen, die man natürlich beachten kann und das machen wir dann auch. Bei den Flirt-Spezialisten lernst du, wie solche Einbettungssätze auch zu Beginn geformt werden könnten. Aber da wollen wir jetzt gar nicht wirklich weiter vorgreifen. Denn das Wichtigere ist, dass du es dir selber erlaubst, tatsächlich das Gespräch in eine Richtung zu lenken, in die du gehen willst. Ja? Und das darfst du, denn du bist ein interessanter Mensch. Du hast die Frage gestellt, du hast ja ganz interessante Hobbys. Und da bin ich mir sicher, jeder, der hier gerade zuschaut, hat mehr zu bieten als nur seinen Beruf oder seine Ängste. 100% hast du irgendetwas, was dich interessant macht und womit du mit deinen Freunden zusammen auch ewig reden könntest. Ja, es ist ja nicht mal das Thema, was so interessant sein muss, sondern es ist, wie Kako gerade gesagt hat, das Wie, also die Begeisterung für dein Thema. Was dich interessiert, das kann echt tatsächlich irgendwas Langweiliges sein, wie Briefmarken sammeln. Oder ich sage es ja jedes Mal, was mich persönlich total begeistert, ist die Astronomie. Ich habe ein Teleskop zu Hause und ich könnte ewig über Sternkonstellationen reden. Nicht Astrologie, sondern Astronomie. Ich könnte ewig über mein Teleskop reden. Ich bringe dich nach Hause, ich zeige dir mein Teleskop, ich zeige dir den Ring vom Saturn. Es ist mega interessant für mich, weil ich dafür brenne. Aber es könnte natürlich auch langweilig sein für jemanden, der sich nicht dafür interessiert. Aber es ist das Wie. Ja, aber deine Energie spannt. Die Energie. Es ist ja deine Energie, wenn du darüber sprichst, wie deine Stimme sich verändert, wie deine Augen leuchten, wie du in die Details gehst, ja? Wenn du dann anfängst, ich habe keine Ahnung von Teleskopen, aber ich wette, wenn du über Teleskope redest und erzählst, dass du damit mit 128-fachen Zoom irgendwas anvisieren kannst, deine Augen dabei strahlen, das ist interessant für mich wird in dem Moment. Klar, und dann kannst du ja auch mit ihr in die Tiefe gehen, über Dinge, die dich interessieren und über die Dinge, die sie interessieren. Dann kommen wir wirklich mal zu den tiefgründigeren Fragen, wie wann war das letzte Mal, dass du geweint hast oder hey, wenn es irgendetwas gibt, das für dich peinlich ist, das du neulich erlebt hast oder wofür du dich total schämst, was wäre das? Da gibt es so viele tolle Fragen, auf die du dann kommen kannst, wo ihr euch wirklich kennenlernt. Fragen, die dann auch mehr Vertrauen aufbauen und dann in Blitzeseile dazu führen, dass sie diese tiefe Verbindung mit dir verspürt. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Am Anfang brauchen wir die Leichtigkeit. Es braucht diesen Flirt. Es braucht diese Anziehung. Und wie du flirten lernst, wie du einen Flirt aufbaust, das zeige ich dir natürlich in den Flirt-Spezialisten. Ja? Es gibt nämlich in den Flirt-Spezialisten für dich nicht nur die Flirt-Elemente, mit denen du ein Gespräch beginnen kannst, sondern wir gehen dort ganz genau Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen eines Kennenlernens durch, ja, was du am Anfang sagst und sei es dann beim Kennenlernen von jemandem am Arbeitsplatz oder eben eine Frau, die du beim Bergsteigen, beim Radfahren oder beim Spazierengehen oder beim Bäcker morgens oder im Park mit einem Buch lesend erblickt hast oder dann auch in der U-Bahn, wo du ihr einen Zettel schreiben möchtest, wie du dann mit ihr ins Gespräch kommst und dann im Gespräch auch diese Leichtigkeit so aufbaust, dass sie große Augen macht, dass sie mehr von dir will, dass sie nicht genug von dir kriegt, dass sie dann auch mit dir sich treffen möchte, was du dann auf dem Date genau sagst, was du auf dem ersten Date machst, damit sie dann auch Lust hat auf das zweite Date. Das sind alles Sachen, die super wichtig sind, was die meisten Männer einfach nicht wissen und was wir jetzt in den letzten 10 Jahren so aufgearbeitet haben, dass wir dir das ganz kompakt geben können in unserem
günstigsten, absolut günstigen Programm, was jeder, wirklich jeder sich leisten kann, in den Flirt-Spezialisten. Und wenn du schnell bist, dann gibt es für dich nämlich auch noch einen Rabatt, denn wir haben das Programm gerade gelauncht und wenn du jetzt auf die Seite gehst, dann wirst du dort einen super coolen Rabatt finden, der dir nochmal die Entscheidung viel leichter machen sollte. Also mein Lieber, wenn du wissen willst, was du sagen sollst, wenn du mit Frauen redest, vom Anfang bis zum Ende, dann kriegst du das in den Flirt-Spezialisten. Klick hier und wir sehen uns auf der nächsten Seite, wo du alles dazu erfährst, wie dieses Programm abläuft. Oh ja. Habe ich erwähnt, dass es dazu auch ein Coaching gibt? Habe ich gesagt, oder? Hast du gesagt. Es gibt dazu auch ein Live-Coaching mit uns. Also. Ein Live-Coaching? Ja, komm vorbei und spiel mit uns.